Altwerden ist nichts für Ponyhofbesucher. Reden wir doch mal Klartext. Was? Schon 30? Ach, das sieht man Ihnen gar nicht an. An welchen Bemerkungen erkennt man, dass eine Frau altert? Ich kann noch so viele Schafe zählen. Die Herden springen immer noch über die Zäune und ich kann nicht einschlafen. Das bringt doch eh. Früher war alles besser. Was? Schon 40? Ach, das sieht man Ihnen gar nicht an. Ja, Chef, ich bin gleich soweit. Moment noch. Wo hab ich denn? Gleich. Ach, es ist schon eine Last. Kannst du vielleicht auch mal einen Finger im Haushalt krümmen, Madame? Diese pubertierende Göre. Was? Was sagst du? Hormonunterversorgtes Schrumpelweib? Mit Hang zur Tochterüberbetreuung? Also. Reden wir doch mal Klartext. Seit 5 Jahren pfeift mir nicht mal mehr ein Bauarbeiter hinterher. Was? Schon 50? Du hast dich aber überhaupt nicht verändert. Meine Beine werden dünner. Aber wo ist meine Taille geblieben? Ach, es ist schon eine Last. Nein, ich bin nicht in den Regen gekommen, sondern in die Menopause. Wo verdammt ist mein Wechsel-T-Shirt? Wo ist denn... Wo hab ich denn... Was heißt das da? Kannst du mir das mal eben vorlesen? Ja doch, ich habe meine Linsen drin, aber sie haben ja nun mal keinen Gleitsichtbereich. Die Brille. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Nein, keine Zeit, leider. Nee. Ich muss meiner Mutter noch rasch etwas kochen und sie dann zum Arzt begleiten. Und ja, und dann muss ich noch was aus der Apotheke holen. Reden wir doch mal Klartext. Du, es ist nicht persönlich gemeint. Es waren ja auch schöne Jahre. Stimmt, 2 Jahrzehnte sogar. Aber du hast es doch auch schon gespürt. Der Lack ist ab. Wie? Ja, sie ist schon etwas jünger. Aber ich habe mich ja nicht in ihre Kleidergröße 36 verliebt, weißt du? Es geht schon um die inneren Werte. Und wir bleiben Freunde, ja? Jetzt schau nicht so. Ich kann es gar nicht ertragen, dich so zu sehen. Also, bis die Tage. Das Umzugsunternehmen holt nächsten Montag schon mal die größten Teile ab. Ja, den Zweitwagen darfst du natürlich behalten. Wir wollen doch keine Schlammschlacht. Wir sind ja jetzt schon mal schön vernünftig, nicht? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Was? Schon 60? Ach, das sieht man Ihnen gar nicht an. Ach, waren das deine Knie? Nehmen Sie doch Platz, junge Frau. Wieso jetzt per was? Touchscreen? Ach, ab. Was ist ein ab? Ach, per Touch auf die ab. Das bringt doch eh nicht. Ah. Waschen, föhnen, legen, wie immer. Obwohl, wir haben da jetzt auch Haarverdichtung im Angebot. Man muss nur dran glauben. Was? Schon 70? Du hast dich aber überhaupt nicht verändert. Weißt du, ich weiß wirklich gar nicht mehr, wie lange ich schon nicht mehr groß konnte. Also, ich muss immer ständig klein, aber nie groß. Weißt du, das ist richtig belastend. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nee, leider. Kein Geld für Urlaub. Ich habe nur eine Mini-Rente als ehemalige Verkäuferin. Was? Schon 80? Ah! Ja, kommt denn die Enkelin heute zu Besuch? Altwerden ist nichts für Ponyhofbesucher. Woran erkennt man, dass Männer altern? Meine Finger sind heute so unbeweglich. Kannst du für mich den Schreppelstein aufs Feld setzen? Ach, es ist schon eine Last. Wie sieht der Junge denn aus? Trägt er die Hose unterm Hintern? Diese Jugend von heute. Früher war alles besser.
Quatsch, ich schnarche niemals. Reden wir doch mal Klartext. Irgendwie bin ich zu klein für mein Gewicht. Ach, das sieht man Ihnen gar nicht an. Mein Haar wächst sehr wohl. In letzter Zeit halt aus der Nase. Und dem Ohr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich weiß ganz genau, dass ich meinen Schlüssel zuletzt auf die Ablage an der Garderobe oder doch in der Jackentasche. Die Arme sind einfach zu kurz für die kleinen Buchstaben im Buch. Ach, das sieht man Ihnen gar nicht an. Nein, Vater, lass nur. Ich gehe schon das Holz für den Kamin hacken. Du hast dich aber überhaupt nicht verändert. Ach, Henry, musst du schon wieder raus? Mach doch nicht immer so einen Krach, wenn du zur Toilette tappst. Und denk an das Nachtropfen. Deine Unterhosen sind schon ganz fadenscheinig vom vielen Waschen. Ach, es ist schon eine Last. Nein, der soll mein Chef werden. Dieser 50-jährige Jungspund, dem fehlt doch völlig die Erfahrung. Früher war alles besser. Sie waren wohl schon sehr lange nicht mehr zur Kontrolle. Uiuiuiuiui, Parodontose und eine Brücke ist auffällig. Sie haben hoffentlich eine Zahnzusatzversicherung. Das bringt doch eh nichts. Wie? Erst 5 Uhr früh und ich schon putzmunter? Naja, Morgenstund hat Gold im Mund. Morgenstund hat Gold im Mund. Das sagtest du bereits. Morgenstund hat Gold im Mund. Du hast dich aber überhaupt nicht verändert. Herrlichster Sonnenschein und du gehst mit einem Stockregenschirm spazieren? Jünger werden man immer. Ach, so verstehe, sorry. Aber nimm doch das nächste Mal lieber meine Nordic Walking-Stöcke. Herrenfassonschnitt wie immer, obwohl wir hätten da auch eine tolle Tönung. Kommt ihrer Naturfarbe extrem nah. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Alt werden ist nichts für Ponyhofbesucher. Aber es gibt ja Abhilfe. Tipps und Kniffe aus der Rubrik Altern leicht gemacht. Na dann. Für die Damen. Call a gentleman for a nice evening. Oder buchen Sie einen Urlaub auf Jamaika mit zärtlicher Begleitung. Schön, schön. Die Rente reicht nicht, weil Sie überwiegend Hausfrau und Mutter waren und nur ein paar Jahre einen Minijob im Supermarkt hatten. Ihr Ex-Mann rechnet sich arm und zahlt so gut wie keinen Unterhalt. Durchatmen. Schon mal an einen Nebenverdienst als Mietoma oder wenigstens an ein Los der Fernsehlotterie gedacht. Toi, toi, toi. Selbst wenn es nicht reich macht, es erfüllt ja einen guten Zweck. Wer wird sich denn unterkriegen lassen? Auch ein Ehrenamt macht glücklich, denn es verpflichtet toll. Andere zu Dank für sie. Super. Ob nun in der Kirchengemeinde oder beim Roten Kreuz. Tue Gutes und lass andere laut darüber reden. Das geht runter wie Öl, auch wenn die Geldbörse leer bleibt. Schön, schön. Hyozenta für die Haut, strafft und verjüngt. Der Polster die Zellen auf Effekt hält mindestens 3 durchatmen Stunden. Man muss nur dran glauben. Lass mich dabei sein, wenn du älter wirst. Sehschwächen lassen sich heute einfach weglasern. Klappt fast immer und kostet nur ein paar tausend Euro. Na dann. Belastet durch die Pflege der Eltern, überreden Sie sie zu einer Patientenverfügung, in der auf lebensverlängernde Maßnahmen verzichtet wird. Und suchen Sie sich bis dahin eine liebevolle Pflegekraft aus Polen. Sie ist dankbar, sich für Kost und Logis 24 Stunden um die etwas granteligen Eltern zu kümmern. Das wird schon. Eine neue Frisur wirkt Wunder. Frauen fühlen sich durch einen pfiffigen Kurzhaarschnitt und eine schöne Rottönung verjüngt und voller Energie, geradezu sexy. Schön, schön. Schön, schön. Das sagtest du bereits. Schön, schön. Buchen Sie eine Wellnessreise an die Küste. Durchatmen. Tauchen Sie ein in den Duft von Ostsee und Möwenkacke. Es entschlackt die Seele. Machen Sie Achtsamkeitskurse. Werden Sie sich Ihres wahren Alters bewusst und dann Yoga, die sportliche Variante.
Das tut weh, das tut uns leid. Oben fit und unten dicht, mehr wünsch ich mir fürs Leben nicht. Gerade in den Wechseljahren neigt man zum Dickwerden. Kopf hoch! Wir haben die richtige Diät. Mit Vitaminen und Mineralien, die ein alternder Körper so braucht. Wer wird sich denn unterkriegen lassen? Spargel, Spargel, Spargel. Werden Sie Spargel? Gegen Nervosität hilft ebenfalls die Kraft der Natur. Baldrian, Lavendelöl oder einfach Gras. Ja, Gras. Tief einatmen. Lassen Sie Regen auf Ihr Gesicht fallen. Lassen Sie die Tropfen Ihrer Haut streicheln. Regen macht die Haut weich. Aber nicht in der Stadt oder im Industriegebiet. Da macht es sauer. Sie sind nicht allein. Heerscharen von alleinstehenden Frauen suchen das Abenteuer und Gleichgesinnte. Sie gieren alle nach Erlebnissen. Lass mich dabei sein, wenn du älter wirst. Besonders kindergenervte, von ihren Männern verlassene Lehrerin. Eine gemeinsame Reise in die Kulturhauptstädte dieser Welt hilft, die grauen Zellen aufzupumpen. Und sie können sich gegenseitig ihr Leid erzählen. Katharsis. Altwerden ist nichts für Ponyhofbesucher. Aber es gibt ja Abhilfe. Tipps und Kniffe aus der Rubrik Altern leicht gemacht. Na dann! Für die Herren. Schaffen Sie sich ein größeres, schnelleres Auto an. Das beeindruckt. Gibt das Gefühl von Stärke, Potenz, Reichtum. Männerausflug zum Nürburgring. Brumm, brumm, brumm. Prostaglut. Tolle Pillen gegen nächtliches Pinkeln. Und gegen die Tropfen in der Unterbüchse. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Wundertesto ist das männliche Cremehormon für mehr Haarwuchs auf der Kopfhaut. Wie geil ist das denn? Kostet keine 100 Euro. Geht doch, brennt nur ein bisschen auf dem Schädel nach dem Auftragen. Durchatmen. Körperstellen an den Gewichten. Oben fit und unten dicht. Mehr wünsche ich mir fürs Leben nicht. Auf dem Laufband und beim Zumba-Kurs. Ja, tanzen. Unbedingt die Hüfte geschmeidig halten für das andere Geschlecht. Alte Bäume lassen sich nicht biegen. Sonnenstudio ist ja wohl gebucht, oder? Lass mich dabei sein, wenn du älter wirst. Vitalität und dann auf den goldbraunen Körper noch eine Goldkette glänzend schick, auf die Brust. Schick, naja, schick, je nachdem, schick. Wer dich mögen soll. Wer wird sich denn unterkriegen lassen? Suchen Sie die Herausforderung. Bewerben Sie sich bei DSDS. Na dann. Gesangsstar ohne Textsicherheit in der Strophe macht nichts. Nein, es kommt gut beim RTL-Publikum. Schön, schön. Push das. Na, gibt das ein gutes Gefühl? Aber vorher geht's mit den Kumpels atemlos durch die Nacht. Natürlich noch zum Karaoke-Abend. Vorklingen fürs Vorsingen bei Bohlen. You're my heart, you're my soul. Geht schon. Macht Spaß. Macht jung. Wie geil ist das denn? Fliegen Sie nach Thailand. Na dann. Die Frauen da sind mit so wenig schon zufrieden. Nein, glücklich. Nein, ekstatisch. Jedenfalls tun sie so. Kopf hoch. Das wissen Sie natürlich nicht. Lass mich dein Tampon sein. Sie schweben auf Wolke 6. Wie geil ist das denn? Brumm, brumm, brumm. Haben Sie schon ein SUV? Brumm, brumm, brumm. Fette, PS-starke, brumm, brumm, brumm. Benzinschluckende Autos lieben die Frauen. Brumm. Und Männer noch viel mehr. Brumm. Schön, schön. Das zeigt, Sie haben die Kohle, Sie haben den Stil. Schön, schön. Ach, stimmt, das hatten wir schon. Siehe oben. Ach, stimmt, das hatten wir schon. Siehe oben. Das sagtest du bereits. Ist halt wichtig. Im Job werden Sie nicht mehr als Chef anerkannt? Das wird schon. Vergessen Sie alle soften, einseifenden Führungsseminare.
Nein, wissen Sie nichts, werden Sie einfach autoritär. Wer wird sich denn unterkriegen lassen? Ich habe recht. Le roi, c'est moi. Ich weiß Bescheid. Ich schmeiß dich raus. Gefeuert. Kein Jungspund hat mir etwas zu sagen. Ich bin toll. Du hältst dich selbst für jünger, als du bist und gesehen wirst? Lass mich dein Tampon sein. Da hilft eine junge Frau an deiner Seite. Hinreißen. Die Schönheit einer Jungen strahlt auf dich ab. Man muss nur dran glauben. Ach, du bist verheiratet? Seit 20 Jahren schon? Tja. Schön, schön. Schön war die Zeit. Schön war die Zeit, sagt beim Abschied leise Servus. Du kannst nicht immer 17 sein. Wir lernen, Blendwerk ist wichtig. Für deine Freunde? Ich bin großartig. Kollegen? Ich bin großartig. Aber vor allem für dich selbst? Ich bin großartig. Das sagtest du bereits. Alt werden ist nichts für Ponyhofbesucher. Bullshit. Bloß keine Verrenkung. Na, dann wir doch mal schlafen. Toi, toi, atmen. Wer wird sich denn unterkriegen lassen? Das wird schon. Keine Verrenkungen. Grüne Bäume lassen sich nicht singen. Wie geil ist das denn? Keine Verrenkungen. Stopp! Ich bin toll. Ich bin toll. Keine Verrenkungen. Schön war die Zeit. Schluss! Schluss! Schön war die Zeit. Aus! Altwerden ist nichts für Ponyhofbesucher. Eine Klangcollage über das Altern von Claudia Falk. Die Mitwirkenden: Hans Hansen, Clarina und Claudia Falk.